Alter, das Timing hat uns hat gut mich vertreten. Zu, Tore zu. Warum auf der Seite? Ja. Okay. Okay. Unsere Menschen waren deutlich nicht. Alter! War das ein Schaden? Die waren jetzt definitiv zu langsam hier. Alter, warum waren die so lahmarschig? Die waren definitiv zu langsam. Okay. Was aber jetzt nicht so schlimm ist. Der Schaden ist überschaubar. Wobei, warte mal. Ich glaube, hier fehlt auch was. Fehlt hier was? Ja, gut, da fehlt was. Sonst irgendwo? Hier fehlt was. Warum fehlt denn da mitten am Arsch der Welt was? Okay. Okay. Dann müssen wir das halt einfach wieder bauen. Sommer, unsere Auslastung niedrig. Okay, wir wollten ein bisschen Ruhe reinbringen. Einmal dann, damit sie das hier auch bauen können. Ein bisschen Piano machen. Damit das alles mal ein bisschen vorankommt. Und auch etwas, Ding. Mal wieder Kleidung und alles produzieren können. Wobei wir jetzt halt wieder genug Kleidung haben, leider. Weil sehr viele gestorben sind. Was nicht gut ist. Was überhaupt nicht gut ist. Was gar nicht gut ist. Man merkt es direkt, die Tür ist hier wieder offen. Es wird wieder richtig frisch hier drin. Und ich sehe hier hinten einen Greenscreen-Fehler. Wartet mal kurz. Der ist jetzt weg. Weil irgendwie ist ist der Greenscreen hier hinten ein bisschen doof. Gerade. Komisch. Aber er ist weg. Ihr seht den schwarzen Strich nicht mehr. Aber ihr seht hier unten noch was. Hä? Ich habe doch die Kamera nie im Leben. So verrutscht. Na komm, noch ein Stück nach oben. Jetzt hat. Weil hier hinten in dem Eck ist unten kein Greenscreen. Oder halt, nee, schon, aber ich habe den so viel über dem Boden. Und durch die Kamera seht ihr das dann. Das stört mich dann, wenn da unten so ein kleines Eckchen ist. So, hier so ein kleines Eckchen ist. Ich hätte den vielleicht echt ein bisschen länger machen müssen oder mir einen größeren bestellen müssen. Oder halt auch eine andere Position für die Kamera. Vielleicht hier. Dann seht ihr mich von der Seite. So. Das ist auch doof. Ich möchte eher so ein bisschen in die Richtung gucken. Nicht so seitlich gefilmt werden. Vielleicht mache ich irgendwann mal wirklich noch, dass ich hier so einen Cut mache. Ich wüsste nicht, wie ich den mache. Okay, irgendwann wird's. Ist jetzt nicht so schlimm. Ja, wir machen das ja schon ein paar Jahre so. Irgendwann wird's eh anders da sein, weil wir ja. Oder halt. Ja. Mal die nächsten paar Jahren. Ich mache ja definitiv ein bisschen weiter einfach nur. Es ist ja immer noch. Mache ich sehr gerne. Hab Spaß dabei. Mal her. Haben wir da noch ein paar Baustellen hergesetzt? Dann wäre das Eck hier zumindest bis so gut sichtbar fertig.
dann wollen wir hier tatsächlich ein bisschen gut Piano mal reinbringen. Damit die mal sich mal wieder um Kleidung und allem drum und dran kümmern können. Weil wir durch die Baustellen, jetzt wir bauen ja schon einige Jahre, tatsächlich viel, 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 viel an Ressourcen runtergezogen haben. Sehr viel. Dass die mal wieder in die ganzen Werkstätte und alles gehen können. Die alles ab und zu wird halt schon noch gemacht, aber halt auch nicht viel. Alter, wie warm das hier gleich wird, wenn die Tür zu ist. Und wir haben hier trotzdem 25 Quadratmeter. Es ist jetzt ja nicht unbedingt gerade klein. Wie warm das hier wird. Krass. Wie sich das aufheizt, wenn hinten der Rechner gerade läuft. Der schneidet The Forest gerade. Oder rendert gerade The Forest. Der Rechner hier läuft und die Beleuchtung an ist. Ich glaube, die Beleuchtung macht auch ziemlich viel. Ich könnte auch einfach mal LED-Dinger reinpacken. Aber LED-Dinger finde ich zu hell. So. Weiß ich nicht. Muss ich mal ein bisschen rumprobieren. Das ist auch so. Ja. Ist jetzt nicht weltbewegendes. Dafür habe ich im Sommer ja hinten jetzt auch meine Klimaanlage. Die im Grunde nur damit funktioniert, dass die Luftfeuchtigkeit reinkommt. Was ist mit unserer Nahrung passiert? Was ist mit unserer Nahrung passiert? Ja, doch. Meinst du, die Felder nicht mehr schaffen, weil wir jetzt mega viele Bauaufträge haben? Piano, 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 Piano. Wir sind noch safe mit der Nahrung. Haben noch Fleisch und allem drum und dran. Also Fleisch haben wir noch, Fisch haben wir. Wir haben Früchte, wir haben auch noch ein bisschen Brot. Wir sind noch safe. Es ist jetzt nicht so, dass wir gleich verhungern. Aber jetzt müssen wir echt mal Piano machen und mal nichts weiter bauen lassen. Das jetzt halt fertig lassen. Und fertig lassen. Erstmal für ein, zwei Jahre. Dass da mal wieder Erholung reinkommt in alles. Auch Kleidung. Kleidung, Werkzeuge, nahrungstechnisch. Dass überall ein bisschen sich erholt. Das wäre wichtig, denke ich. Das wäre sehr wichtig. Stroh für die Tiere haben wir zum Beispiel auch nur noch drei übrig. Einfach mal Piano und laufen lassen. Das ist oft bei dem Spiel, dass du es einfach mal, dass du es zu schnell mit zu viel Belastung hast. Ich hoffe einfach mal, wir erholen uns. Fleisch geht nach oben gerade. Fisch geht nach oben. Wieso machen wir eigentlich nur 20 Fisch? Ist eigentlich unbegrenzt. Okay. Nein. Bleib auf Tempo. Ja. Warme Kleidung haben wir nicht für alle. Leichte Kleidung haben wir nicht für alle. Die Felder werden gerade nicht fertig. Wir haben aber Fleisch. Ich würde sagen, einfach tatsächlich mal laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen. Wieso haben wir eigentlich nicht mehr so viel Fleisch? Kriegen wir raus. Okay, wir haben aber genug Tiere. Ja, kommt aber nach und nach. Werden wir schon hinbekommen. Wie viel Schlitten? 20. Machen wir, okay. Abwarten und Tee trinken. Ich sehe auf jeden Fall, Nahrung geht in den Keller. Im Frühling retten uns halt die Tiere. Also im Frühling kommt halt nichts dazu. Nichts an Feldern. Nur Fleisch von den Tieren kommt im Frühling dazu. Im Sommer kommt Gemüse dazu. Im Herbst kommt dann Getreide dazu und Nüsse. Im Winter kommt auch nichts dazu. Also Frühling und Winter sind die einzigen Zeiten, wo eigentlich nichts an Sachen Nahrung dazu kommt. Wir haben wirklich immer nur zwei Phasen, wo Nahrung kommt.
Wir müssen es tatsächlich laufen lassen. Dass sie das alles mal ein bisschen wieder beruhigt. Nichts bauen, nichts machen. Die einfach mal arbeiten lassen. Ich war vorhin so safe mit Nahrung und jetzt ist die halt einfach in den Keller gegangen durch zu viel gebaut. Zu lange, zu hohe Belastungen gefahren. Deswegen einfach mal ein, zwei Jahre jetzt warten, dass sich das wieder normalisiert und beruhigt. Niedrige Belastung, 90%, dadurch kommen sie halt einfach zu dem anderen Zeug alles mal wieder ein bisschen. Ja, abwarten und Tee trinken. Ganz einfach, abwarten und Tee trinken. Mehr kann ich nicht sagen. Sich wieder beruhigen lassen. Gar nichts bauen. Für ein, zwei Winter. Für ein, zwei Jahre. Gar nichts machen voran. Vorrangig. Aber Gemeinwohl und Ruhm ist immer noch so. Oder Gemeinwohl. Ruhm geht ja eh nicht runter, aber Gemeinwohl ist immer noch sehr gut und stabil. Ich glaube, die Häuser können gerade nicht repariert werden, weil wir kein Stroh haben. Bestimmt. Ja. Einfach mal warten und laufen lassen. 70% Auslastung. Perfekt. Glaube, das da hinten sollte jetzt auch eigentlich schon alles auch gebaut sein. Ja, man sieht es hier so ein bisschen durchspitzen, das ist alles fertig. Deswegen Piano und warten. Jetzt kriegen wir die erste Nahrung wieder drauf. Hat noch ein bisschen Fleisch übrig. Hat tatsächlich keine Brote mehr. Problem ist halt, das ist so ein Teufelskreislauf. Wenn die Belastung höher wird, arbeiten sie auch weniger. Hi, du, pass mal auf. Ich nehme das, ich nehme den Stroh, ich nehme das Mehl und gebe dir dafür Wolle und als Abfallprodukt Knochen. Wo wir auch wieder übrigens vorhin einen Arsch voll Knochen weggehandelt haben und mittlerweile ist wie das knapp 90 haben. Kriege ich ein bisschen wieder ran. Herbstauslassung geht nach oben. Warten und Tee trinken, leider. Sowas, was ich gar nicht gern mache. Gar nicht kann. Warten. Ein ungeduldiger Mensch. Keiner, der gerne so Zeug auf die lange Bänke und so schiebt. 1000 getrocknete Haut jetzt erst, wundert mich ein bisschen. Was haben wir denn ein bisschen an? Ach, das ist Hilfe, das sind die Werte hier. Das sind die Ressourcen, die wir alle so ein bisschen haben im Überblick, das ist auch schön. Das ist die Verteidigung, F5. Achso, guck mal. Das Geheimnis des Stahls, Eisensiedlung und Domestizierung. 10 Ziegen und 10 Schafe. Gut. Uns fehlen eigentlich nur die Ziegen. F7 wissen wir ja, was es ist. Was ist F8? Ach, guck mal. Die Tiere. Aha. Insgesamt. Jungtier. Okay. F9 ist Speichern. Quick Save. F10 ist nix. Okay. Ich bin erschrocken. Screenshot gemacht. Und gerade so ein bisschen rumprobieren. Hoffen wir mal, dass sich das alles beruhigt und nach oben geht. Tatsächlich wieder. Ich glaube, da werden wir aber ein, zwei Jahre für brauchen. Nicht erschrecken, Mietz. Nicht erschrecken. Nur weil ich mal kurz mich bewegt habe. Nicht erschrecken. Wow. Du schläfst gerne in meinem Schoß, ja? Ist immer so ein bisschen kuschelbedürftig. Auch die Winterauslastung ist gerade bei mal 110%. Ist halt echt nicht viel. Und die geht halt dann auch gleich wieder runter. Weil die dann gerade keine Aufgaben mehr haben.
sind jetzt nämlich die Felder. Muss man tatsächlich sagen, die Auslastungen sind nicht schlimm. Aber tatsächlich nicht schlimm. Kriegen wir gut, haben wir gut im Griff eigentlich. Eigentlich, sonst haben wir gut im Griff. Wie viele Transportmittel haben wir? 17. Die bauen das eigentlich ganz gut. Sollte ich vielleicht nochmal ein paar Schlitten machen? Dass wir mal so auf 30 Schlitten gehen. So, Limit 30 Schlitten. Ein bisschen mehr vorhanden sind in der Stadt. Wollen wir machen. Ja, gucken wir mal, wie es weitergeht mit der Nahrung. Ob die wieder raufgeht. Fleisch ist gleich vorbei. Wir haben gleich kein Fleisch mehr. Keine Hülsenfrüchte mehr. Oder kein Gemüse mehr. Kriegen ein bisschen Brot dran. Gut, jetzt im Sommer. Und jetzt im Frühling kommen dann erstmal wieder Schafe rein, theoretisch. Wo war denn das? Hier. 15 Schafe. Beziehungsweise, die machen jetzt eh schon die ganze Zeit ein bisschen Schafe. Feuerstein, bin gleich wieder zwei hintereinander erschöpft. Machen wir doch eigentlich kaum noch was aus Feuerstein. Äxte. Sicheln. Hacken. Ja, ein bisschen noch. Aber auch nicht so viel mehr. Ja gut, 200 ist halt echt noch okay. Eigentlich mit der Nahrung. Nur die so instant abgeflacht. Stroh ist Game Over. Deswegen verhungern die Tiere. Die verhungern aber auch nur so lange, halt nur im Winter. Sobald Sommer ist, können sie fressen. Auf der Wiese. Oder Frühling ist. 130% Auslastung. Für Frühling ist es aber auch voll in Ordnung. 140. Ist nicht mehr im roten Bereich. Meint ihr halt jetzt dazukommen, das Zeug mal zu machen. Tatsächlich. Tiere töten? Kaum welche. Dabei müssten 27 Schafe sterben. Weil unser Limit bei 100 Schafen ist. Ich beobachte gerade ganz kritisch unsere Nahrung. Rein theoretisch ist die Hälfte hier bei 100% gerade. Wir sind ganz knapp über 100. Ganz knapp. Ist das wie Banish, nur anders? Hey, Bex. Ja, Ähnlichkeiten. Ähnlichkeiten, nur dass du dich halt, sagen wir mal so, sehr früh beginnst mit Knochen, mit Flint, mit Fischerei und sowas, also mit Knochen, erst lernst halt erst Knochenwerkzeuge, dann lernst du langsam, wie man Steine einsetzt, die ein bisschen besser und Ende ist dann Eisenzeit. Also so die Tinder-Generation. Ja. Ich habe gerade ein bisschen echt Schiss, dass wir gleich verhungern. Dass wir ernsthafte Nahrungsprobleme bekommen. Was ich echt nicht verstehe, weil gerade eben war so ein Überschuss an Nahrung, dass sie die Felder nicht mal fertig gekriegt haben. Und plötzlich so, boom, voll der Schlag in die Fresse. Alter. Kannibalismus einführen. Ja, die Arbeitskraft ist wichtiger von den Menschen. Auch Schafe könnten sie eigentlich auch 17 wegmachen. Limit ist 100 Schafe. Hm. Jetzt ist
Sommer. Im Sommer kriegen wir unseren ersten richtigen Nahrungsschub durch die Obstbäume und durch Erbsen und Hülsenfrüchte. Also wir kriegen gerade Gemüse ran. Das ist der erste richtige Schub, den wir jetzt kriegen. 100% Auslastung. Aber wir sind noch nicht mit Nahrung auf Null. Das ist nicht reicht. Wir haben uns gerade irgendwie so gerettet. Ich weiß aber nicht, wie wir es geschafft haben, uns zu retten. Tatsächlich, wir haben die Belastung über zu viele Bauwerke wieder zu lang gehalten, weil zu viel zu bauen war. Und ich den Leuten zu viel zu bauen gegeben habe. War einfach wieder die Belastung hochgepusht, die eigentlich halt überhaupt nicht so hoch sein sollte. Ich bin tatsächlich dafür, dass wir hier vielleicht schon anfangen, die ersten zwei Felder herzusetzen. Dafür müssen sie aber hier die Bäume mal wegmachen, weil die störend sind. Mal hier die Bäume weg. Dass die mal wegkommen. Da kommt gerade ein Megalith angerollt. Dass wir das ein bisschen beruhigen können. Das wäre ganz cool. Dass wir auch... Stroh für die Tiere haben wir auch nicht. Ich hoffe nur, das Problem ist halt tatsächlich über Winter und über Winter und über Frühling haben wir keinen Nahrungszuschub. Keinen Nahrungsschub. Unsere Auslastung ist mega niedrig. Das heißt, die kommen auch mal wieder dazu, Kleidung und alles zu machen gerade. Den jungen Baum, glaube ich, kriegen wir wieder nicht weg. Dass wir hier tatsächlich die ersten Felder machen wieder. So, Pflanze. Emma. Chup, chup, chup. Ein Emma-Feld. Und einmal Eichhorn. Ich glaube, wegen dem Baum kann ich da gerade noch nicht. Der wird aber gerade gefällt. Helf doch dem armen Kerl da mal ein bisschen. Der tut mir ja leid. Chup. Eichhorn. Jo. War da tatsächlich hier drüber. Dann haben wir hier zwei Felder, die uns dann im Frühling wieder was bringen. Gerade Frühling ist wichtig eigentlich. Jetzt habe ich schon gedacht, scheiße, was? Wir haben trotzdem nur 5 Brote, obwohl Herbst ist. Jetzt kommt erstmal das Zeug ran. Auslastung auch voll in Ordnung. 29%. 130. Voll okay. Alter, hoffentlich verhungern wir nicht. Hoffentlich verhungern wir nicht. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Weil ich... Fuck! Wo kommen sie? Wieder von hier. Noch ein bisschen warten. Jetzt die Tore zu. Ihr konntet kein schlechteres Timing gerade wählen, Räuber. Vor allem immer hier hinten, da sind unsere Leute so langsam da. Es ging gerade kein schlechteres Timing. Vor allem, die haben echt viele gekillt. Unseren Leuten. Hallo? Warum kann ich hier nicht... Warum kann ich hier nichts bauen? Hä?
war doch gerade eben eine Palisade noch gestanden. Da haben die da sogar eins kaputt gekriegt. Kann sein. So. Wie? Der einzige Vorteil ist, weil die hier die ganze Zeit angreifen, ist so nach und nach. Also warum ich hier zum Beispiel das kaputt gemacht habe, raff ich gar nicht. Der einzige Vorteil ist, wir kriegen nach und nach hier im Stein zusammen. Kacke. Die greifen sehr oft aber da hinten an. So, unser Nahrungsproblem erledigt sich immer noch nicht. Wir haben wenig Nahrung. Mittlerweile kriege ich die Meldung, weil wir nicht genug Nahrung haben, damit unsere Menschen überleben. 180 Weizen sind 160 Brote. Hey, du, hast du zufällig Essen? Kann man auch essen. Aber nein. Wo sind Knochen? Ja, kriegst du zwei Knochen mit. Winterauslastung hoch, weil die für den Sommer anpflanzen. Die Hülsenfrüchte. Es wird auf jeden Fall gerade Mehl gemacht. Das Mehl wird zu Broten. Zu Brote. Die aber grau in den Keller gehen. Arbeitet. Arbeitet für Nahrung. Arbeitet für Nahrung. Nahrungstechnisch sollten wir eigentlich tatsächlich genug haben. Wir haben es jetzt die ganze Zeit mit den Feldern, die wir haben, geschafft, unser Dorf sogar übelst auf 400% hochzukriegen. Also auf... Wir hätten unser Dorf viermal versorgen können. Und plötzlich schaffen wir es nicht einmal mehr. Ich verstehe es nicht. Es ist immer solche Sachen, die ich in dem Spiel nicht verstehe. Es faktisch hat sich nichts... Wir haben 400%... Also wir hätten unser Dorf viermal versorgen können. Wir haben vier Häuser gebaut. Das heißt, wir haben 20 Leute dazu bekommen. Hatten aber 150 Menschen. Und hätten 300, 600 Menschen versorgen können. Wir waren bei 400% oben. Haben aber 20 Menschen dazu gekriegt und es geht in den Keller? Ja, es ist Winter und unsere Brote reichen nicht. Scheiße. Kein Fisch mehr. Wir sind am Arsch. Wir sind tatsächlich am Arsch. Wir sind tatsächlich am Arsch. Wir könnten mal jagen gehen. Das haut auch nur wieder die Auslastung unglaublich hoch. Außer irgendwo hier sehr nah sind Tiere, die sich auch lohnen. Es sind nicht viele Tiere. Die sind halt echt nah. Müssten wir die nicht... Wir können tatsächlich mal ein bisschen jagen gehen wieder. So, so ein bisschen. Komm, die paar. Mehr nicht. Die sind sehr nah am Dorf. Lass uns tatsächlich mal machen. Ein bisschen jagen gehen, gerade im Winter. Ah gut, Winter ist vorbei. Auslastung. Ade!